mit Jesus Urlauber. Hallo da draußen. Ich bin mal wieder in der wunderschönen Eifel unterwegs. Schon seit einer Woche. Werde auch noch eine Woche so hier im Raum bleiben. Hab sehr tolle Dinge kennenlernen dürfen, von denen ich demnächst auch noch berichten werde. Dinge, eigentlich Möglichkeiten, auch vor allen Dingen in der materiellen Welt. Höfe gibt es, wo man Leute sucht, genug Leute kennengelernt, die nach einem Hof suchen. Und ja, sowas schaltet sich gerade alles frei. Danke für eure ganzen Geburtstagswünsche. Ich komme heute leider nicht so ganz nach. Ich habe heute Nacht die erste Stunde wenigstens noch Schritt halten können, die Geburtstagswünsche zu liken. Und als ich dann irgendwie nach einer Stunde dann auch bei ungefähr 50 war und dann irgendwann schlafen gegangen bin, habe ich dann irgendwie das Handling verloren. Danke auf jeden Fall. Ich freue mich, einen solchen Tag als meinen Geburtstag erleben zu dürfen. Freue mich sehr, dass ihr an mich gedacht habt und an mich denkt und euren kleinen Teil eurer Aufmerksamkeit für mich übrig habt. Und für all die, die gerade einen Augenblick eurer Aufmerksamkeit für mich übrig habt, würde ich das gerne auch sinnvoll nutzen und euch an etwas teilhaben lassen, was hier heute an diesem Tag für mich gerade irgendwie klarer ist, als es vorher jemals sein konnte. Das hat sich in den letzten Wochen bei mir so gezeigt, würde ich sagen. Und zwar gab es einen Denkanstoß in dem Buch von Carlos Castaneda, was ich gerade lese, Die Reise nach Ixtlan, Die Lehren des Don Juan, in dem es halt eben anders als die anderen Castanedas, die vorigen vor allen Dingen, eben nicht maßgeblich um Mescalin und Peyote geht, sondern um die Lehren des Don Juan, um das, was Don Juan Castaneda eigentlich wirklich beibringen wollte. Das hat aber halt auch erst 10 Jahre später dann kapiert und dann halt das dritte Buch geschrieben. Und in dem stand dann halt drin, dass Don Juan ihm sagt, also immer wieder sagt er das, er soll sich aus seinen Geschichten lösen. Und in den letzten Wochen ist mir halt eben sehr bewusst geworden, wie sehr quasi alles, was ich erlebe, Geschichten sind. Egal wovon ich erzählen kann, kann ich immer nur Geschichten. Und dann ist mir irgendwann mal die Frage durch Don Juans Anregung gekommen, wie denn die Welt wohl aussehen möge, wenn ich alles, was ich erlebe, nicht nur später erzähle als eine Geschichte, sondern die jeweilige Ist-Situation auch als eine Geschichte erlebe, in der Jesus Urlauber, Bauchi, Georg Berres, wie auch immer man diese Figur hier gerade wahrnimmt, Leo, sucht euch was aus, Arschloch, nämlich auch viele, ne? Ja, stimmt alles. Vor allen Dingen halt in den Köpfen, in denen es entsprechend wahrgenommen wird. Und das ist halt eben Realität. Da komme ich nicht drum rum. Aber das ist halt eben für mich was Gutes, weil diese Realität eben sich aus Geschichten aufbaut, aus unterschiedlichsten Sichtweisen. Und diese Geschichte, die ich gerade erlebe,
die ich auch erst dann erzählen kann, wenn ich sie begriffen habe als Geschichte, zeigt sich mir halt im Moment als solche. Und dafür muss man einfach nur ein bisschen hingucken und wirklich mal einfach eine Weile so tun, als wäre das Leben eine Geschichte, in der ich, du, wir alle eine Rolle spielen. So, und diese Geschichte setzt sich aus ganz vielen kleinen Geschichten zusammen. Und so spielen wir in unterschiedlichsten Situationen, also unterschiedlichsten Geschichten, auch die unterschiedlichsten Rollen. Und da ist das Problem mit den 95% Unbewussten, zu denen man, wie ich jetzt festgestellt habe, am leichtesten Zugang findet, indem man eben anfängt, sein Leben wie einen Film zu beobachten. Meinen Film. Deinen Film. Wir erleben diesen Film nicht einfach so. Jeder Film kann uns was zeigen, jede Geschichte kann uns was zeigen. Und wir erleben sie, weil wir sie erleben wollen, weil wir das, was dadurch sichtbar wird, sehen lernen wollen. Dazu müssen wir bestimmte Szenarien in unserer Wahrnehmungskugel aufbauen und dabei helfen wir uns gegenseitig. Und zwar helfen wir uns gegenseitig auch dabei, die Hölle jeweils in unsere Wahrnehmungskugeln zu manifestieren. Und dann nehmen wir die Hölle wahr. Und das haben wir als Kollektiv sehr lange getan. Aber das bedeutet nicht, dass man da nicht auch wieder mit aufhören kann. Bei allem, was man tut, habe ich letztens festgestellt, ist das sehr gut, wenn man weiß, wann man aufhören muss. Es gehört irgendwie mit dazu, zu wissen, was man tut, finde ich. Ne? Zu viel von was ist genauso blöd wie zu wenig von was. Es ist vorbei am Optimum. Ja, das ist was, was mich im Moment sehr beschäftigt, was für mich ein riesengroßes Geschenk des Lebens ist, diese Erkenntnisse zu haben. Und wenn mir Leute alles Gute zum Geburtstag wünschen, dann denke ich mir so, hey Leute, ich habe das Beste gefunden, was ich mir überhaupt bis hier auch nur ansatzweise vorstellen kann. Nämlich im Einklang mit mir selbst zu leben und mit allem in meiner Wahrnehmungskugel. Indem ich mir bewusst geworden bin, dass ich Geschichten nicht nur erzählen kann, wenn ich sie erlebt habe, sondern Geschichten auch erlebe. Und zwar immer. Und das hat mir unheimlich viel Ruhe gegeben, Ruhe geschenkt und Gelassenheit, weil mir die Identifikation mit der Rolle des Jesus-Urlauber inzwischen fehlt, wodurch man mich nur noch sehr, sehr schlecht bis gar nicht persönlich angreifen kann. Nicht so, dass ich ihm länger als 3 Sekunden böse sein kann. Und dann erinnere ich mich wieder, ach hey, das ist doch eh nur eine Geschichte, und dann verpufft das. Und dann kann ich mein Gegenüber, das mich gerade hasst und disst bis zum geht nicht mehr, innerlich aber dennoch liebevoll in die Arme nehmen und sagen, ja Bruder, ich weiß. Ne? Ist alles nur eine Geschichte. Und wenn man das kapiert, löst man sich automatisch aus diesen Identifikationen. Und dann bekommt man Herrschaft über sein Leben zurück. Und das wünsche ich euch allen. Und nicht sehr uneigennützig, weil ich mich freue über jeden Mitspieler, den ich da habe, der in der Lage ist, das Leben so mit mir wahrzunehmen, dass wir uns so darüber unterhalten können, weil dann tauschen wir uns über unsere Geschichten aus. Und das macht Streit absolut obsolet, unnötig. Das ist dann einfach unsinnig. Warum soll man sich streiten, wenn man sich bewusst ist, dass man sich gerade über den Inhalt seiner Wahrnehmungskugeln austauscht und begriffen hat, dass das, was in der anderen Wahrnehmungskugel gerade wahrgenommen ist, die entsprechende Realität ist. Und dann macht es keinen Sinn, da sich um die Ohren zu hauen, was man jetzt gerade für Sichtweisen hat, sondern vielmehr dem anderen meine Sichtweise auch noch anzubieten. Aber wenn der die gerade nicht haben will, dann ist das auch okay. Deswegen wünsche ich es jedem, der
der es haben möchte, dass er den Zugang dazu findet, dass sein Leben eine Geschichte ist, weil ich mich einfach selber sehr darüber freuen würde, wenn ich Leute habe, mit denen ich mich genau auf diesem Level auch über unser Leben austauschen kann. Ich weiß, was wir alle davon haben, weil ich weiß, was ich davon habe und was man davon hat, wenn man sowas macht. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt bitte wieder auf euch und auf eure Geschichten. Da gehört sie hin. Da, finde ich, ist die viel besser aufgehoben als auf mir. Es sei denn, ich habe gerade sowas zu sagen. Wenn ich Leute finde, die auch sowas zu sagen haben, dann schenke ich denen auch meine Aufmerksamkeit. Und das ist genauso eigennützig, auch wissend. Ich weiß, warum ich es tue. Das hilft. Hilft sehr dabei, das Leben einfach leichter und lebenswerter zu machen. Und dann ist das keine unerträgliche Leichtigkeit des Seins, sondern es ist eine erfüllende, schöne Leichtigkeit des Seins. Grüße an Kundera. Nettes Buch, netter Denkanstoß, aber es geht auch anders. Dankeschön euch allen für alles und bis bald. Ihr nicht vergessen, Hauptaktion am 8. Mai 2013 ist ab morgen exakt noch einen Monat. Und ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder dazu komme, ein bisschen mehr Videos zu machen. Ja, dann hoffe ich auch, dass ihr vielleicht mal dazu kommt, ein bisschen mehr Videos zu machen. Aber ich freue mich wirklich, wie viele Leute da jetzt gerade mitmachen und jeden Tag kommen mehr dazu. Sieht aus, als könnten wir am 8. Mai wirklich was machen. Wer noch nichts davon gehört hat, guckt euch einfach an, was ihr findet. 8V13 einfach mal bei Google eingeben oder bei YouTube oder im Facebook oder einfach mal die Leute fragen, die das in ihrem Logo, in ihrem Profilbild auch schon drin haben, um es einfach weiter zu verbreiten. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach. Die Antworten kommen, wie in jedem guten Film. Und es ist ein guter Film, glaubt mir. Die Antworten kommen immer. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, guckt den Film weiter. Es ist eure Geschichte. Ich liebe euch, wünsche euch den Frieden, viel Ruhe und viel Liebe. Und bis bald. Hier, noch ein kurzer Blick in die Eifel für euch. Ein kurzer Blick auf die Uhr für mich. 13 Minuten, hervorragend. Bis bald. Ciao.